Hallo liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es etwas Besonderes für euch. Und zwar, tada! Ich habe einen Herrn DK auf der Straße gefunden. Und er sah so süß und verzweifelt aus. Ich habe ihn gleich adoptiert und mit hier hochgebracht. Ich find's schön, dass du anfängst mit, ich habe hier was Besonderes und dann mit, ich habe ihn auf der Straße gefunden. Ja, manchmal findet man auch etwas Besonderes auf der Straße. 5-Euro-Schein. Danke. Dann noch eingepackten Lutscher oder einen Herrn DK. Herr DK, auch ja. Kann als eingepackter Lutscher. Wir haben uns das letzte Mal auf der Gamescom gesehen. Du bist jetzt heute zu Gast, weil du hast uns 3 Spiele mitgebracht, die wir jetzt anschauen wollen. Was für Spiele sind das? Wie heißen? Genau, richtig. Ich habe einmal mitgebracht, der Esel fängt immer mit sich selbst an, ne? Du darfst, oder der eingepackte Lutscher. Du bist was Besonderes, das haben wir schon klargestellt. Also, okay. Ich habe Lunasis dabei, das ist mein eigenes Videospiel, 3D-Plattformer. Sehr schön. Ich habe es eigentlich geschafft, mein Spiel fertig zu machen. Dann habe ich Holomento dabei, das hattet ihr, glaube ich, schon mal in der Sendung gehabt. Aber da hat sich jetzt vor allen Dingen dieses Jahr sehr, sehr viel getan. Early Access. Und da habe ich einen ganz schönen neuen Content dabei. Und vor allen Dingen habe ich Chained Echoes dabei. Aha. In einer sehr, sehr, sehr fortgeschrittenen Version. Ein japanisches Rollenspiel im Oldschool-Pixel-Stil, was so ein bisschen an Secret of erinnert. An die alten Secret of-Spiele, würdest du sagen? Oder was würde dir besser einfallen? Ja, halt sowas auch, aber eher so Xenogears, Final Fantasy natürlich. Okay. Und sowas halt. Sehr gut. Ja. Wir fangen jetzt gleich mal an mit deinem eigenen Spiel, weil wir das jetzt so schön aufgeladen haben oder vorgeladen haben hier auf der Nintendo Switch. Yes. Lunistis heißt das Ganze. Yes. Leg einfach mal los. Zeig uns was. Ich habe das Ganze ja auch schon mal in meiner Sendung ein bisschen behandelt, in einer Fassung, die ich vorab zocken konnte. Welche Version hattest du denn da gespielt? Was haben wir denn? Haben wir ja nicht so viel freigeschaltet hier noch gar nicht. Nee, ich habe extra ein neues Savegame angefangen. Weil ich wollte ja nichts vorwegnehmen. Die erste Level habe ich ja schon gezeigt. Also, dann rennen wir doch. Wir ja schon. Dann rennen wir doch einfach schnell durch. Weil es hat sich ja auch einiges getan. Was hat sich jetzt getan? Erklär mal genau, was ist denn Lunistis für ein Spiel für die Leute, die es noch nicht gesehen haben? Also grundsätzlich war mein Ziel mit dem Spiel, einen linearen 3D-Plattformer zu machen, der vor allen Dingen halt sehr an die PS1, Sega Saturn und 64-Ära so ein bisschen angelehnt ist. Ja. Sowohl vom Artstyle als eben auch vom gesamten Feel einfach, sag ich mal. Ja. Also alles sehr arcadisch, würde ich es nennen. Und im Endeffekt geht es halt darum, dass man zum Ende des Levels kommt und dabei möglichst viele dieser Papier, dieser Origami-Schwäne einsammelt. Ne? Genau, es gibt zum einen die Origami-Kraniche. Die man einsammeln kann. Und hier diese Buchstaben. Ganz klassisch 90er Jahre 3D-Plattformer, 4 Buchstaben einsammeln. Natürlich. Aber genau, uns geht halt darum, im Endeffekt ins Ziel zu kommen. Das heißt nicht, dass es jetzt keine Story oder sowas gibt. Nö, aber das ist, wir alle wissen, das ist halt ein Spiel. Genau. Da geht es mehr um das Gameplay, da steht jetzt weniger die Story im Vordergrund. Genau, richtig. Und es geht auch darum vor allen Dingen, dass man möglichst schnell ist, ne? Ja, genau. Also ich habe das Spiel grundsätzlich, ich würde nicht sagen auf Speedrunning ausgelegt, aber ich bin halt jemand, der gerne flüssiges Movement hat in seinen Videospielen. Aber das ist auch das, was ich gemerkt habe, als ich selber gespielt habe. Es ist so ein Spiel, wie gesagt, Speedrunning, du hast es nicht drauf ausgelegt, aber es ist ein Aspekt, der bei der Highscore-Jagd wichtig ist. Ja. Genau. Wie hat denn dieses Projekt ganz am Anfang seiner Konzeptionsphase ausgesehen? War es immer so, dass es in diese Richtung gehen sollte? Felix, wo fange ich an? Hat es denn da durchschritten? Ja, wie gesagt, wie war es an? Was von Anfang an hast du es dir so in deinem Kopf vorgestellt oder sah es erst ganz anders aus? Nee, es war grundsätzlich was erstmal was ganz anderes. Lohnt es als Konzept, ein Schrägstrich-Projekt, schwirrt mir schon seit, keine Ahnung, 5-6 Jahren im Kopf rum. Aha. Und man hat das vielleicht damals schon so ein bisschen mitbekommen, wenn man mein Dev-Zeug verfolgt hat. Das hat angefangen als 2D-Plattformer. Da hat mir dann ein bisschen sehr immer so ein bisschen Richtung gefehlt, wo ich hingehen möchte mit dem Ding wirklich. Dann habe ich irgendwann gedacht, so, okay, 2D, schön und gut, aber will ich wirklich noch einen Pixel-Art-Plattformer machen? Eher nicht so. Und bin dann auf 3D gewechselt und hatte dort dann die Idee gehabt, lass doch ein Star Fox-like draus machen, was komplett anderes. Ich hatte nicht wirklich das gleiche Problem, dass mir die Richtung gefehlt hat, so, aber ich war nicht wirklich zufrieden einfach mit dem Konzept. Und irgendwann habe ich mich dann hingesetzt letztes Jahr und habe gesagt, so, okay, ich muss irgendwie aus dieser Schaffenskrise rauskommen. Papa muss mal was für sein Geld machen, ne? Lass mal ein 30-Tage-Game-Jam machen und lass einfach mal in 30 Tagen einen Plattformer machen.
Okay. Ursprünglich war das nicht gedacht, dass das das neue Lunestys wird, sondern es war einfach ein eigenes Ding. Ja. So, ich habe dann 30 Tage Prototype gehabt im Endeffekt und saß dann eben vor der Entscheidung so, okay, willst du das jetzt nach 30 Tagen einfach auf die Leute loslassen oder machst du was richtig Cooles draus? Okay. Und dann hast du es einfach auf die Leute losgelassen. Genau. Da habe ich gesagt, so scheiß auf alles. Nee, und habe dann halt da noch ein gutes Jahr an Polish und Content reingesteckt. Ja, sehr gut. Du, dann lass uns doch noch mal einen der anderen Charaktere anschauen. Ja, sehr gerne. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Also, wir haben noch den Park dabei. Den kann man aktuell auch in der Demo spielen. Wir haben das Essenslevel dabei. Das ist ja rhythmusbasiert. Okay. Quasi. Wir haben den Wald dabei. Der Wald passt natürlich jetzt gut in den Herbst, aber ich würde fast zu diesem rhythmusbasierenden Essenslevel tendieren. Du willst zum Essen? Weil wir da was anderes sehen. Also, wenn du sagst rhythmusbasierend, das finde ich so mal sehr spannend und interessant und vielleicht sollten wir das zeigen. Ja, okay. Gut, dann machen wir das, oder? Können wir gerne machen. Jetzt ist das hier quasi ein rhythmusgebundenes Level, wie du gesagt hast, das nichts mit der Figur zu tun hat. Genau. Sondern man sieht unten diese Noten. Ja. Und dann, die haben unterschiedliche Farben, Plattformen, die halt erscheinen. Ich nehme an, das hängt damit zusammen, ne? Ja. Richtig. Die Plattform und halt allgemein das meiste in dieser Stage ist an den Rhythmus der Musik gebunden. Man braucht halt nicht unbedingt ein bisschen Taktgefühl, aber einfach ein bisschen Gefühl für Timing. Hast du die Musik auch komponiert oder hast du dir da Hilfe für geholt? Nee, da habe ich mir tatsächlich Hilfe für geholt. Das ist, ich glaube, das ist nochmal auch sehr schwer, oder? Mit Musik, weil... Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn man halt einen gewissen Qualitätsstandard haben möchte. Und, ja. Da habe ich mir dann doch lieber einen Composer gesucht, einen schwedischen Composer namens Knasibass. Der vor allen Dingen halt diesen ganzen sehr energiereichen 90er Jahre viel extrem gut einfangen kann. Für welche Plattform wird Lunestys erscheinen? PC und Switch. PC und Switch? Ja. Wann wird es erscheinen? Am 10. November. 10. November, wie viel wird es kosten? 4,99 €. So teuer bist du! Ich weiß, ich bin einfach komplett durchgedreht. Ey. Komplett, ey. Bei 5 Euro, wie soll ich denn da noch meine Gasrechnung bezahlen können? Tut mir leid, ich muss PlayStation VR 2 hinten anstehen. Ja, es tut mir leid. Okay, okay, habt ihr das gehört? Gibt es Pläne für eine Umsetzung für die anderen Konsolen auch? Nein. Gibt's nicht? Nee. Na, schließen wir es gleich mal aus. Ja. Wehe, die kommt. Kommt ja nochmal für die anderen, ich sag's dir. Nee, wehe, du kriegst von Microsoft irgendwie eine Million geboten. Achso, ja, dann wird's schwierig. Dann wird's schwierig. Okay, also ist doch noch ein Hintertürchen, dass man sich offen lässt. Ja. Nee, dafür sind mir meine Nerven zu viel zu wertvoll. Gut, das auf jeden Fall Lunestys. Wir schauen gleich mal weiter, was du uns sonst noch mitgebracht hast. Ja. Wir haben gerade schon eine Figur in Lunestys aus dem Spiel Holomento gesehen, das du jetzt für uns demonstrieren wirst oder uns zeigen wirst. Holomento, was genau für ein Spiel ist das? Holomento ist ein bisschen eins von unseren nicht experimentelleren Spielen, aber halt genremäßig besonderen Spielen, weil es ein 3D-Action-RPG ist mit leichten Roguelike-Elementen. Okay. Das heißt, im Endeffekt mit Permadeath. Okay. Und aber trotzdem halt einer großen Welt, die man erkunden kann. Einer offenen Welt, die ich frei erkunden kann. Genau. Okay. Das hat man so in dieser Konstellation nicht unbedingt normalerweise. Gibt es aber dann irgendetwas, was ich dann noch mitnehme an Fähigkeiten oder Errungenschaften von der Figur, die ich davor gespielt habe? Genau, also die ganze Idee hinter Holomento ist, dass der zweite Hauptcharakter des Spiels die Welt an sich ist. Mhm. Entsprechend ist es das Ziel, diese Welt halt nach und nach wieder aufzubauen. Und das ist diese Progression, die du eben außerhalb von dem Permadeath im Endeffekt hast. Das heißt, wenn du Progress in der Welt machst und die nach und nach wieder aufbaust oder halt ja, sowas wie Abkürzungen baust oder Städte wieder aufbaust, oh, schön, den habe ich jetzt despawned. Dann bleibt das gespeichert. Okay, und das bringt mir dann welche Vorteile? Also in der Stadt, dass ich dann mir halt vielleicht bessere Items kaufen kann? Genau, richtig. Je nachdem, wie weit du eine Stadt ausbaust, desto mehr Services, sag ich mal, hast du da. Oder eben bessere Items, bessere Shops und sowas. Du schaltest nach und nach neue Charakterklassen frei, du schaltest neue Gebiete frei, du schaltest eben vor allen Dingen Abkürzungen in Gebiete frei, die du schon besucht hast, so nach und nach. Und genau, baust halt nach und nach alles wieder auf. Aber grundsätzlich ist es auch so, das Klassensystem, im Endeffekt sind es primär Loadouts, würde ich es nennen, statt halt typische RPG-Klassen. Ja. So. Das heißt, wenn man ein bisschen Glück hat mit dem Random-Loot, das man findet. Kannst du auch zu einem Bogenschützen werden, obwohl du vielleicht als schwertkämpfender Barbar angefangen genau, hast. Genau, richtig. Ja. Überhaupt das Rollenspielsystem, kannst du ein bisschen erklären, wie das hier funktioniert? Mhm. Also im Endeffekt ein klassisches Level-System für den Charakter gibt es nicht.
Was stattdessen gelevelt wird, sind die Gegenstände, die man mitnimmt. Okay. Das heißt, wenn man hier einfach ganz ist es dann schaut, dieses Learning-by-Doing-System, das heißt, wenn ich viel mit dem Bogen schieße, dass der dann besser wird oder funktioniert das anders? Nee, es kommt schon drauf an, wie viel Gegner du killst. Also jeder Gegner gibt im Endeffekt XP. Wenn man Quests macht, geben die Experience. Oder wenn man doppelte Gegenstände zum Beispiel findet, dann gehen die auch auf die XP-Leiste. Dann wird das auch verbessert. Okay. Genau. Es ist ja so, bei so einem Rollenspiel, dass man auch immer irgendwie irgendwelche Quests bekommt. Ja. Es ist hier auch so, dass man mit NPC plaudert, dass man Quests findet, die vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlicher sind? In Zukunft, ja. Das Quest-System ist was, dadurch, dass das Spiel jetzt gerade im Early Access ist, das noch ein bisschen weiter hinten in der Roadmap einfach drin steht. Aber ja, klar. Das Ziel ist schon, dass es halt spezielle Questlines, spezifische NPCs mit größeren Questlines gibt. Die Ansätze davon haben wir schon so ein bisschen da. Es gibt jetzt aktuell zum Beispiel eine ganz große Museumsquest, wo du eben dabei helfen musst, ein Museum wieder aufzufüllen. Okay. Du musst halt Relikte und verschiedene Sachen in der Welt finden oder Fische angeln zum Beispiel. Es gibt ein Angelspiel. Das gehört zum neuen Best Content. Den können wir uns gleich noch angucken. Best Game ever. Ich möchte angeln. Du hast angeln gesagt, der Rest interessiert mich nicht. Das habe ich mir gedacht. Mach aus. Ich möchte einen Fisch an Land ziehen. Ne? Okay. Hast du doch mal ein Angelspiel gemacht. Ja, das stimmt. Es tut mir leid. Jetzt 110 von 10 mal bekommen. Mal wieder versagt, ey. Oh, einfach, Mann, okay. Oh jetzt, Gott. Jetzt piekst du böse auf den Sack. Jetzt ist gleich vorbei. Ist ne? okay. Ja, oh genau, Gott, ich wollte einfach mal pausieren, wenn ich angegriffen werde. Moment. Wunderbar, lass ins Menü gehen. Richtiger Felix-Menü. Alles gut. Ich hab ja, alles im kaum mehr Energie. Und jetzt wird es hier zu Dark Souls, oder was? You died! Es steht auch noch genauso da wie beim freaking Dark Souls. Soll ich mal das Angelminigame zeigen? Ja, das Angelminigame. Sollen wir angeln? Ja, natürlich. Ich bin für jedes Angelminispiel immer zu haben. Gehe ich mal zum tieferen Wasser. Oftmals meist interessanter als der Rest vom Spiel. Ist bei vielen Spielen so. Es ist so, nur ein kleines Angel-Minigame. Ja, kommt ja auf das Spiel an. Eventuell ist es trotzdem spannender als der Rest. Das wird sich dann zeigen. Dennis. Okay, fair enough. Wenn wir hier angeln, ja, schau mal. Alright. So, und im Endeffekt warten wir auf den Fisch und dann müssen wir den hier in der Box halten. Ah, mit Maus, das finde ich eigentlich ganz nice. Ja, es ist auf jeden Fall... Eins der wenigen Angel-Minigames, die ich zugelassen habe. Ach so, was gab es denn noch für Versuche, dich zum Angeln zu bringen? Oder? Nein, das Ding ist allgemein Angel-Minigames. Da muss ich mich immer erst ein bisschen mit anfreunden. Was sagst du denn den Leuten, die das Spiel jetzt sagen und so, das sieht ja gar nicht so toll aus wie Skyrim, wie von vor 20, 35 Jahren. Ist ja auch klar, das ist nicht von 600 Mann, die ein Spiel gemacht haben. Genau. Wie viele Leute haben jetzt hier an Holomento gearbeitet? Eine Person. Eine Person. plus ein Composer, plus halt ein paar Helferlein, die hier und da ein bisschen was zusteuern. Aber 90% der Arbeit werden von einer Person hier gemacht. Entsprechend hat es natürlich jetzt, vor allen Dingen da es eben auch noch Early Access und gerade aktiv entwickelt wird. Und wie wir jetzt zum Beispiel im Wasser sehen, hier und da gibt es noch ein paar kleine Bugs und ja, so. Ist halt einfach so. Ist halt frühe Version. Da genau. Ist noch nicht alles in Stein gemeißelt. Ist Early Access, also heißt, kann man schon jetzt spielen. Das kann man jetzt auf Steam, spielen. Wie viel muss man dafür latzen? Ja, das habe ich definitiv im Kopf. Ich glaube, 1999 haben wir es gerade. Okay. Weiß man schon ungefähr, wann dann die finale Version rauskommen soll? Nächstes Jahr. Für welche Plattform? PC erstmal, alles Weitere müssen wir gucken. Das ist auf jeden Fall Holomento, ein Rollenspiel, das aber auch ein Roguelite ist und das es dadurch so ein bisschen eben abhebt von der Konkurrenz. Du hast uns aber noch was mitgebracht. Ein Spiel wollen wir uns noch anschauen und zwar yes. Unchained Echoes. Chained Echoes, das habe ich schon damals auf der scheiß Gamescom yep. falsch gesagt. Ey. Okay, das schauen wir uns jetzt auch noch an. Jetzt gibt es noch ein bisschen Chained Echoes. Ein Spiel mit einem Pixel-Look, was bei mir natürlich immer so ein bisschen... schön die Nostalgie hervorruft. Mhm. Ich erinnere mich an Super Nintendo-Zeiten. Und Chained Echoes ist ein klassisches Rollenspiel. Genau, es ist im Endeffekt sehr JRPG, wie du schon gesagt hast, 2D-Pixel-Art-Look, so unser großes Rollenspiel okay. für dieses Jahr. Wir sind mit einer Party unterwegs. Können wir zwischen den Leuten hin und her switchen? Kann ich immer nur einen kontrollieren? Gibt es einen Multiplayer-Aspekt? Alles auf einmal hier, ja, wollte ich gerade sagen. Also, erstmal, ja, seine Gruppenzusammenstellung kann man ändern. Einen Multiplayer-Aspekt gibt's nicht. Das ist ein ganz klassisches Turn-based RPG. Jetzt sind wir hier auf diese beiden bösen Schneemänner getroffen. Ein random Encounter.
Encounter in dem Sinne, oder? Sobald man also sobald man auf Gegner trifft, halt wechselt es dann in diesen Kampfmodus. Genau, richtig. Also die Encounters sind nicht random, das ist ganz wichtig. Man sieht die auf der Karte. Nicht random, ja. Das heißt, man kann ihnen ausweichen in den meisten Fällen. Manchmal führt halt kein Weg dran vorbei. Ja. Aber es ist mehr wie ein Chrono-Trigger. Das heißt, die Gegner sind auf der Karte, die haben ihre spezifischen Areale, wo sie aktiv sind. Genau. Und du bist jetzt gerade im Angreifen mit deiner Party. Wie funktioniert hier das rundenbasierte System? Sind erst alle meine Figuren dran? Ist einer von mir dran? Dann wieder der Gegner? Wie läuft das hier ab? Genau, also es läuft hier nach einer Gruppenabfolge ab. Im Endeffekt, die sieht man rechts oben im Bild. Die eine ganz große Besonderheit an diesem System ist das, was wir links oben sehen. Das ist das Overdrive-System. Den hast du gerade getriggert. Genau, richtig. Und das funktioniert im Endeffekt so, dass jede Aktion, die man ausführt oder wenn man getroffen wird, verändert das diese Overdrive-Leiste, meistens nach rechts. Ja. Also man sieht diese drei Farben, gelb, grün, rot. Wenn man in dem gelben Bereich ist, passiert erstmal nichts Besonderes. Okay, ja. In dem grünen Bereich nimmt man weniger Schaden und macht mehr Schaden. In dem roten Bereich nimmt man mehr Schaden und macht weniger Schaden. Jetzt sehe ich da oben zwei Pfeile, den weißen und den grünen. Ist der grüne dann da, wo mein Pfeil landet, wenn ich meine Aktion ausführe, quasi so als Anzeige, hier in die Richtung gehst du? Genau, je nachdem, was man für eine Aktion ausführt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen ganz normalen Angriff machen würde, dann würde es nur ein bisschen springen. Mhm. Wenn ich eine Fähigkeit benutze, dann springt das ein bisschen mehr. Wenn ich einen Gegenstand zum Beispiel benutze, passiert erstmal gar nichts. Und wenn ich abwehre, dann... Also am besten einfach immer im grünen Bereich bleiben. Möglichst immer im grünen Bereich bleiben. Und was wir auch ganz links sehen, ist dieses Icon. Und das bedeutet, wenn wir einen Skill benutzen, der dieses gleiche Icon hat, jeder Skill hat quasi einen eigenen Typen, physisch, magisch. Wenn wir einen Skill benutzen mit diesem Icon, dann springt die Leiste sehr weit nach links. Das heißt, wenn man dann ein bisschen zu weit rechts ist, kann man damit dann wieder ausgleichen. So ein bisschen korrigieren und nachjustieren. Genau, richtig. Wir haben rechts unten diese Ultramove-Leiste. Ja. Sobald die komplett aufgefüllt ist, können wir halt einen sehr, sehr, sehr mächtigen Angriff starten. Ja, du hast ja gerade so eine Art kleinen Mech-Anzug gebaut, mit dem du dann auch nicht draufgehauen hast. Ach, könnte der mal treffen, ey. Einen Flönz in der Gruppe, der nichts kann. Worum geht es denn storytechnisch überhaupt in dem Spiel? Also, um ganz kurz das Intro zusammenzufassen. Es geht im Endeffekt darum, dass das ganze Spiel auf Verlandes spielt. Land ist natürlich, wie es sich für so ein JRPG gehört, alles von Krieg durchzogen, alles scheiße, immer, alle hassen immer sich. Krieg. So. Schönste Pixel-Grafik, alle sehen gruselig aus, aber es ist immer nur Krieg, Monster und Totschlag. Ja, genau. Wir rutschen halt am Anfang des Spiels in diesen Krieg so ein bisschen rein, da wir zu einer Söldnergruppe gehören. Mhm. Und wir damit beauftragt werden, einen Stein zu vernichten. Was der Gruppe leider niemand gesagt hat, ist, dass die Vernichtung des Steins quasi eine riesige Explosion auslöst, die quasi einfach alles im Umkreis von mehreren Kilometern zerstört hat. Schön! Und unsere Aufgabe ist jetzt quasi rauszufinden, so, was hat es mit dieser Explosion auf sich gehabt, was hat es mit diesem Stein auf sich gehabt und warum waren wir gerade da vor Ort. So. Wurden wir vielleicht von bösen Mächten benutzt? Immer, immer. Grundsätzlich. Natürlich böse Mächte, die trotzdem total knuddelig im Pixel-Look ausschauen. Ja, da muss man auch dazu sagen. Wie diese wunderschönen Eulen mit Krückstock. Mit ihrem Pogo-Krückstock. Ja, die haben einfach ein bisschen Bock. Die eigentlich nach Hause nehmen und als Kissen haben, ne? Genau. Aber hier vermöbeln sie dich. Und auch vor allem. Jetzt ist schon einer tot. Richtig vermöbelt gerade. Ist das eine Blutlache oder ist es die Haarfarbe? Nee, das sind die Haare. Ach so. Oh Gott, ey. Genau, und da, wo wir jetzt gerade sind, Perpetua, das ist im Endeffekt ein kleines Zwischengebiet, kann man sagen, wo wir jetzt gerade auf dem Weg sind. So, hey, wir haben einen Hinweis bekommen, wo der Stein sein könnte, was es damit auf sich haben könnte. Lass uns mal dahin gehen und auf dem Weg dahin versteckt es uns halt hier durch. Ich glaube, ich habe hier nichts, was irgendwie stark gegen die ist. Das ist ja blöd gerade. Das ist sehr ärgerlich. Für welches System wird dieses Spiel erscheinen? Chained Echoes erscheint für alles. Für alles? Also halt PC, Xbox, Switch, PlayStation. Super. Weiß man da schon den Preispunkt ungefähr? Kann ich noch nicht sagen. Okay. Jetzt bist du auch gerade im roten Bereich. Das läuft nicht so gut, Dennis. Das ist alles super. Warte, den mache ich jetzt weg. So. Hab mir gedacht, als vorzeigender Strahlemann. Gar kein Problem. Spielst. Ich habe alles im Griff hier. Schau mal, ich habe es gar nicht tief mitbekommen. Einmal wieder IDDQD eingegeben in der Konsole. Ne? Schön God-Mode einschalten. Mhm. Kann man machen. Ne? Das Ganze ist natürlich ein umfassenderes Spiel, weil das ist ein japanisches Rollenspiel natürlich. Weiß man schon, wie viel Zeit man da reinstecken muss, um es durchspielen zu können? Es ist ein bisschen schwer gerade noch zu sagen, so, weil jetzt unsere Testspieler haben sehr unterschiedlich lange gebraucht. Ich würde schätzen, im Schnitt wird man wahrscheinlich schon seine 40 bis 50 Stunden brauchen. Das ist ja ganz ordentlich. Alright, Dennis, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du zu Gast warst. Drei Spiele haben wir gesehen, Lunistis, Holumento und Chained Echoes. Wann kommt die
die Spiele nochmal raus? Lunasis kommt am 10. November raus. 10. November. Holomento kommt nächstes Jahr raus. Und nächstes Jahr? Chained Echoes? Bald. 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 Kann auch. Bald sein. Soon TM. Da habt ihr das gehört. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Wie gesagt, danke, dass du vor Ort warst. Vielleicht kommst du noch mal vorbei, wenn eines der Spiele fertig ist. Können wir mal schauen, ne? Wenn du wieder einen Kaffee... Mach ich dir wieder einen Kaffee. Dauert ja, kannst du mach ich dir einen Kaffee. Kannst du wieder einen Kaffee, okay, machen, das stimmt. Also, danke fürs Zuschauen und ich gebe wieder zurück, wo auch immer hin.